Arthur Voronier, ihr spielt beim Stück vom Vorner Theater Hausbesuch mit. Kurz zusammengefasst, um was geht? Es geht um viele Verwechslungen. Ich spiele zum Beispiel den Chef von einer Werbeagentur. Und mein Arbeiter hat einfach im Vortag ein bisschen Fest gehabt und im Nachtag nicht auf die Arbeit gekommen. Und wir hatten die wichtige Besprechung gehabt. Ich gehe zu ihm heim und nachher gibt es da ziemlich ein Durcheinander. Und das ist das Lustspiel, oder? Die Verwechslungen. Was liebt ihr am Theater spielen? Einfach irgendjemand anderes spielen, als was ich nicht selber bin. Ich spiele lieber eine Rolle, wo ich eigentlich gar nicht ich bin, als eine, die jetzt auf mich komplett zugeschnitten wäre. Weil es viel einfacher ist. Auch wenn man anders angeleitet ist, ist es viel einfacher, einen anderen Menschen zu spielen, als wenn man sich selber ist. Wie reagieren Bekannte oder Freunde oder die Familie euch, wenn ihr auf der Bühne seht? Ja, die lachen weniger als die anderen. Warum meint ihr, ist das so? Ja, weil wir dich schon ein bisschen kennen und denken, das kann es ja nicht sein. Wie ist die Stimmung im Team? Wie Dinge dir die beschreiben? Ja, ich finde die Stimmung sehr gut im Team. Und jetzt sind wir schon seit Ende Oktober immer zweimal zur Woche zusammen und das schweißt ein bisschen zusammen, ja. Es weisst die Theaterzeit, euch fertig, ich spiele selbst Theater zu Fisch, ich weiss, wie das ist. Jetzt ist meine Frage, was ihr am meisten vermisst, wenn es dann mal heisst, jetzt ist die Dernier vorbei und jetzt ist das Projekt abgeschlossen? Ja, vermisst tun eigentlich nichts unserer Tiefjährigen. Wir würden manchmal noch fast gleich weiterspielen. Die Ebungen vermisse ich nicht, aber einfach nachher euch das Zusammenkommen zweimal zur Woche mit der Clique, da bist du fast eine Familie bis zuletzt. Ja, da kommst du nicht gerade in ein Loch, aber es ist schon immer komisch, wenn du nachher nicht mehr spielen kannst.